So, dann wollen wir uns heute mal um die Quest noch kümmern. Sprecht mit Moira Taurissa. Seid vorsichtig. Ach, die ist hier? Echt? Eines Tages wird mein Quest Sohn beenden. Benutzt die Speerkarte und schließt die Mission Bedrohung an der verheerten Küste ab. Hier haben wir eine Mission abgeschlossen. Schlachtzugquest. Schließt eine Mission der Klassenordenshalle ab, deren Belohnung eine Schlachtzugquest ist. Sehr schön. So, Piole voll wirbelnden Schatten. Was haben wir denn da? Besiegt Xavius im smaragdgrünen Albtraum. Können wir auch im Schlachtzug-Browser machen. Gut, dadurch, dass wir das schon gemacht haben, werde ich das so nebenbei mal ein bisschen machen. Und werde euch dann dran teilhaben lassen, was rauskommt. Bedrohung der verheerten Küste. Hier haben wir es doch. Wir sind jetzt auch schon Artefakt-Level... Artefaktwissen Stufe 22, also drei Stück fehlen noch zur Maximalstufe. Noch irgendwas Interessantes hier für eine Quest? Nee, also 850 können wir eh noch nicht machen. Das hier. So, das. Das. Ich stehe euch zur Verfügung. Und 95, wenn wir hier einen draufhauen, sind wir bei 115. Nehmen wir doch. Einmal Artefakt macht, nochmal Bonus 71.000. Gucken, wenn wir den reinmachen, sind wir auch nur bei 115. Das ist blöd. Das ist blöd. Naja, gut, anders geht's nicht. Müssen wir halt probieren. So, dann gehen wir mal raus beim Verzauberkunstlehrer. Gibt's noch eine Quest, habe ich gesehen. Das geht ziemlich flott, weil ich schon in Dalaran war. Und wir haben noch eine Quest zum Abgeben. Und zwar hier kubisches Rätsel. Das können wir zuerst machen. Und zwar hier... Hier drin? Ja. Hallo? Kubisches Rätsel. Quest beenden. Beschafft 300 uraltes Mana aus Suramar. Injiziert Mana-Infusion. Injiziert 300 uraltes Mana in den mysteriösen Würfel. Lebt wohl. Wir haben auf der Bank noch uraltes Mana liegen. Ich habe das nämlich alles mal auf die Bank gepackt, damit die Taschen nicht so voll sind. Gut, hier habe ich jetzt eine Menge Zeug vom Angeln vorhin. Während ich auf den Invite für den letzten Teil von der Nachtfestung gewartet habe. So. Dann holen wir uns doch mal Mana. Das Licht sei mit euch. Da nicht, da auch nicht, da auch nicht. Hier haben wir's. 75, 50, 75. 50. Wir haben ja noch ein bisschen übrig. Zack, 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 zack. So. Dann können wir direkt zurück. Hier rein war das, genau. So. Ich bin ganz Ohr. Quest beenden. Besorgt einen Mana-Fokus vom Mana-Schlinger in Karasan. Seid vorsichtig. Wie sollen wir denn nach Karasan? Äh,
Da muss man sich auch wieder an... Na, da muss man schon wieder Gruppe suchen. Oder? Organisierte Gruppen, Schlachtzüge, Legion. Nachtfestung, Nachtfestung. Weltbosse. Nein. Dungeons. Rabenwehr. Neltarion. Arcus. Arcus. Auge Atscharas. Ist gar nicht dabei. Benutzer definiert. Quests. Valchara. Surama. Azuna. Da sehe ich jetzt auch nichts. Schlachtzüge klassisch. Da ist auch nichts mit dabei. Komisch. Ja, müssen wir dann mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Quest. Verzauberkunstlehrer. Sucht Verzauberin Ilania im zerfallenen Palast Nazuna auf. Gut, da können wir jetzt noch hinreiten, also hinfliegen. Und wie ich es gestern schon, nachdem wir Gul'dan besiegt hatten, gesagt hatte, gibt's ab morgen dann Haustierkämpfe. Genau. So. Wo genau? Was? Was ist das? Besorgt den Gefängnisschlüssel. Ach, das müssen wir auch noch machen. Azuna. Hier. Dann einmal Verteidigungsposten der Idari. Hier. Seid vorsichtig. Gut, also nochmal zum Ablauf. Die nächsten Tage. Es wird losgehen mit den ersten 6 Haustier-Zähmern für die Allianz. Dann wird es ja 6 Stück für die Horde geben. Heißt, ich werde auf meinen Hordler umloggen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass auf einmal, dass ich auf einmal mit dem Hordler queste. Da werden wir dann die ersten 6 auf Kalimdor machen. Die wir mit dem Hordler machen müssen. Dann wird es weitere, ich glaube, 5 Stück geben, die man auch nur mit dem Hordler machen kann. Danach einer, der dann für beide wieder ist. Dann 5 Stück, die man nur für die Allianz machen kann. Und dann der letzte, der so gesehen den Abschluss der Questreihe bildet, der ist dann auch wieder für beide. Und dann die folgenden sind für beide Fraktionen gedacht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also wir werden auf jeden Fall die ganzen Haustiertrainer von Mists of Pandaria mitmachen. Bei Kataklysmen. Und wo müssen wir lang? Hier lang. Bei Kataklysmen und hier aus Legion werden wir da noch sehen, wie viel wir da genau machen. So, hier können wir die Quest abgeben. Sucht nach Hinweisen auf die Priesterin in der Nähe des Teufelsfeuervorstoßes. Ich bin ganz Ohr. Findet Meros Götzen der Pranke, Götzen der Klaue und Götzen des Mondes und bringt sie ihm im zerfallenen Palast zurück. Mögen euch die Sterne leiten, seid gegrüßt. Stellt im Auftrag von Alinglut Pergamente für folgende Gegenstände her. Umhang Wort der Stärke, Ring Wort des kritischen Treffers und Ring Wort der Meisterschaft. Okay. Da drin können wir dann die Quest abgeben. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hof der Sterne.
Per Zauberkunst. 1. Sucht nach Hinweisen in der Nähe des Teufelsfeuervorstoßes. Das wäre dann hier oben. Und das andere wäre einmal hier. Heißt, da reiten wir hin jetzt. Komisch, dass es nicht auf der Minimap angezeigt wird. Normal müsste es ja hier irgendwo sein. Da vorne. Götze der Klaue. Hier vorne. Hier oben. Hier hinten oder was? Hm? Oder oben drüber. Oh, wo ging das nochmal hoch? Hier vorne, glaube ich. Also da vorne müssen wir hin. Ja. Einmal hier. Dann nächste ist hier runter. Einmal levitieren anmachen. So, und dadurch. Ja, kämpft ihr mal. Ich habe keine Lust darauf. So, hier hoch. Hier um die Ecke. Und hier auch wieder oben. Eieieiei. Wie komme ich hier nochmal hoch? Jetzt schlägt ja, ist gut. Ist ja gut, ist ja gut. Da ging's nur rein. Ging's hier hoch? Wo ging das denn hier hoch? Mann. Also wieder runter. Ich glaube, da drüben mussten wir hin. Hier entlang, genau. Hier hoch. Hier durch. Ja, kämpf du mal mit denen. Nicht mit mir. Hä? Kann ich doch nicht entlang. Komisch. Da. Da. Ja, wir sind immer noch auf Shadow. Das müssen wir vielleicht auch mal ändern. Ich sag mal, die Mobs fallen zwar schneller um, aber dafür kann es auch etwas gefährlicher werden. Ah, hier müssen wir hoch. Okay. Also hier waren wir noch gar nicht. Wo müssen wir denn hin? Hä? Der müsste genau hier vor uns sein. Aber hier ist nichts. Da vielleicht? Hier. Hier dazwischen vielleicht. Ah, da hinten. Ah, okay. Ich skill erstmal schnell auf Disziplin um.
So. So sind wir etwas auf der sicheren Seite. Wie gesagt, dauert zwar etwas länger, bis die Mobs umfallen, aber dadurch besteht keine Gefahr, dass wir sterben. Obwohl, ich muss sagen, die Waffe vom Priester ist jetzt doch ganz schön hochgegangen. Also da kommt gut Schaden rüber. So, hier. Den haben wir auch. Und der letzte müsste dann da vorne drin sein. Ja, ich glaube, wir sind doch noch etwas länger mit Questen beschäftigt. Also sobald wir mit Questen beschäftigt sind, geht's mit den Haustierkämpfen weiter. Kann jetzt halt noch einen ganzen Tag dauern, kann... also kann jetzt noch 2-3 Folgen dauern, kann aber auch schon morgen soweit sein, ich weiß es nicht. So, die ist abgeschlossen. Du willst mich gar nicht angreifen. So, die Quest können wir dann auch gleich wieder abgeben. Ich will aufs Reittier. Dankeschön. So. Hier durch. Ja, ist gut. Die Königin hat nichts zu melden. So, das andere Zeug. Müssen wir hochfliegen. Ja, wir gehen jetzt erstmal die Quest abgeben. Und dann der nächste Flugpunkt ist da, wo wir angekommen sind. Von da aus fliegen wir dann hoch zum Teufelsfeuervorstoß. Aber wir geben trotzdem mal die Quest ab, vielleicht gibt es ja eine Folgequest. So. Friede sei mit euch. Weiter. Und wir bekommen Morgenwinds Verzauberung. Mal der Klaue und das Mal des schweren Balks. Geht in Frieden. Sehr schön. Zwei neue Zauber.